In Österreich geboren, aufgewachsen und voll integriert. Und dann plötzlich an einem mehr oder weniger unbekannten Ort abgeschoben. Ist das humanitär zu vertreten? Das hat mehrere Gründe, warum das überhaupt möglich ist. Das eine ist das österreichische Staatsbürgerschaftsrecht, das ein Jus Sanguinis ist, ein Blutrecht, wo die Staatsbürgerschaft sich an der Staatsbürgerschaft der Eltern orientiert. Also es können Kinder hier geboren sein und auch viele Jahre hier leben und bekommen nicht die Staatsbürgerschaft. In den USA geht das ja automatisch. Es muss vielleicht nicht unbedingt das amerikanische Modell sein, aber nach mindestens 3 bis 5 Jahren sollte die Möglichkeit einer Staatsbürgerschaft oder einer Doppelstaatsbürgerschaft bestehen. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dass diese Asylverfahren aus unterschiedlichen Gründen länger dauern. Und auch hier würden wir vorschlagen, dass nach 3 bis 5 Jahren ein Bleiberecht einsetzt, also eine tatsächlich aufgrund der Europäischen Menschenrechtskonvention Artikel 8 Privat- und Familienleben, dass das dann die Zeit auch schon gilt und vor allem, was in diesem einen Fall ja überhaupt nicht geprüft worden ist, das Kindeswohl. Das Kindeswohl steht in der österreichischen Verfassung und das Kindeswohl müsste bei jedem behördlichen Eingriff extra geprüft werden. Und da gibt es eine Abwägung zwischen dem Kindeswohl auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem Interesse des österreichischen Staates an klagloser Durchführung seiner Gesetze, eben auch dann des Asyl- und Fremdenrechts. Und da müsste dem Kindesrecht in dieser Abwägung einfach mehr Gewicht gegeben werden. Ich finde das ganz falsch, denn das Kind ist ja hier geboren und ist auch hier zur Schule gegangen. Jetzt weiß ich halt nicht die persönlichen Sachen von Ihnen, aber ich weiß gar nicht, ob die eigene Sprache beherrscht. Und dann kommt es sozusagen dann in erst ein fremdes Land, also da sie hier geboren ist. Also ich bin selber bosnischer Abstammung, also Bosnier. Und ich bin auch hier geboren und ich weiß es auch, dass es ganz schwer wäre, auch für mich selber würde ich jetzt zum Beispiel nach Bosnien abgeschoben werden, weil man lebt ja auch ganz anders. In Österreich geborener, da finde ich, wenn Sie eine gewisse Zeit in Österreich verbracht haben und auch so lange in Österreich zur Schule gegangen sind, finde ich, sollte man Ihnen schon die Möglichkeit geben, in Österreich bleiben zu können. Die Situation in diesem Fall ist ein bisschen kompliziert. Da müsste man sich wirklich die Details genauer anschauen. Humanitäres Bleiberecht, das ist ein allgemeiner Begriff. Das kann, und das zeigt uns Deutschland ganz gut vor, für verschiedene Gruppen gelten. Das kann für Menschen gelten, die in irgendeiner Form in den Arbeitsmarkt integriert sind. Das kann für Kinder und Jugendliche gelten, die ihre Schulzeit in Österreich verbracht haben oder hier eben geboren oder aufgewachsen sind, großteils. Und es kann für Menschen gelten, die aus unterschiedlichsten Gründen sich längere Zeit ohne die nötigen Papiere aufhalten in Österreich und sozusagen integriert sind in gewisser Weise, also hier schon Fuß gefasst haben. Und in anderen Ländern ist das eigentlich möglich, dass ab einem gewissen Zeitpunkt dann eine Möglichkeit besteht, sich zu regularisieren. Auf jeden Fall für die Menschen, die politisch und religiös verfolgt werden oder aufgrund von ihrer Sexualität, wenn ihnen Haftstrafen zu Hause drohen, dann auf jeden Fall ja. In dem Fall sicher für die, die hier geboren sind, also auch wenn es jetzt einer ausländischen Abstammung oder anderer Abstammung, das Mädchen oder die Mädchen oder egal wer jetzt ist, natürlich. Ja, für jeden Kriegsflüchtling, finde ich, sollte man
ein sicheres Zuhause gewährleisten überhaupt. Ich glaube auch, dass das Konzept von Europa auch so funktioniert. Ich glaube, das hat keine besonderen politischen Hintergründe. Im Prinzip, dass dann der Innenminister und der Kanzler sich wieder von ihrer verhärteten Seite zeigen, wie das ja auch im Fall von anderen Themen ist, wie der Evakuierung von Flüchtlingen von diesen Lagern in den griechischen Inseln. Das hat natürlich politische Hintergründe. Die ÖVP weiß, dass wir in Österreich seit 1983 eine rechte Mehrheit haben, und die ÖVP will natürlich von diesem 50% plus rechten Kuchen am meisten haben und überlegt sich, dass sie die Stimmen, die sie von der FPÖ bei der letzten Wahl dazu gewonnen hat, mit einer besonders ausländerfeindlichen, flüchtlingsfeindlichen und rassistischen Politik am besten hält. Politisch gesehen, ja, die Regierung hat da sicher, ich weiß gar nicht, ob die von dem informiert waren, bezüglich auch Nehammer, der auch jetzt in Kritik gerückt wird, weiß ich gar nicht jetzt, wer da eigentlich schuld ist und wieso überhaupt, wenn die Leute da schon, sagen wir mal, sicher 10 Jahre hier leben und dass sie auf einmal auf das kommen, ja, wie sollen die jetzt abschieben, wieso auch immer, also die Hintergründe weiß ich jetzt auch nicht und da kann ich auch nicht eingehen. Also so wie ich das mitbekommen habe, ist es über mehrere Instanzen gegangen und auch über mehrere Jahre und dann ist es zum Schluss dazu gekommen, dass man doch das Recht durchgesetzt hat, was ich ja letztendlich dann jetzt auch nicht sehr schlecht sehe. Doch man hätte es vielleicht schneller durchsetzen müssen, das ist meine Meinung. Es hat viel zu lange gedauert. Wir werden ja nicht jetzt alle abgeschoben, aber wir haben ja sehr viele Menschen in Österreich, die hier leben, die hier Steuern zahlen, aber keine Staatsbürgerschaft bekommen, aus unterschiedlichen Gründen oder sie auch nicht wollen, weil sie eben die Staatsbürgerschaft des Herkunftslandes oder des Landes der Eltern aus unterschiedlichen Gründen nicht aufgeben wollen. Und die dürfen alle zum Beispiel eben nicht wählen. Die haben keine politischen Rechte. Und das ist eigentlich ein Skandal, dass in Wien eben ein Drittel der Bevölkerung in manchen Bezirken nicht wählen darf. Also da hört sich eigentlich die demokratische Mitbestimmung auch auf.